Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. In der letzten Folge haben wir uns das mächtige Pokémon namens... Wie hieß es denn? Relaxo! Das haben wir uns geholt. Nur, dass wir jetzt in dieser Folge kein Relaxo dabei haben, weil es in unserer Pokébox ist. Wo es auch gut liegt, denn wir wollen ja nicht mit Relaxo auf Turnier gehen, sondern erstmal weckt mal unsere Pokémon alle auf, bitte. Komm. Nella. So, hat das jetzt auch geklappt? Ja, sehr schön. Jetzt kriegt nur Lapras auch noch ein bisschen Hypertrank und dann ist alles wieder gut. Perfekt. Ah, Lapras braucht noch Äther. Da war was. Psychokinese auffüllen. So. Fertig. Am Schluss der Folge war es dann ein bisschen halt eher ruhig und konzentriert, weil wir haben nicht so viele Gelegenheiten, Relaxo zu fangen. Ich habe jetzt offscreen noch ein bisschen darüber nachdenken können. Man darf das ja zweimal fangen. Eigentlich ist das ein interessanter Weg, um einen, ich sag mal jetzt auf der Meta-Ebene gesagt, um einen an die Legendaries ranzuführen. Hey, es gibt Pokémon, da hast du nur eine Chance. Und damit ist eigentlich Relaxo noch relativ moderat, weil man kann es einmal versauen und kann es nochmal bekommen. Dies ist eine leere Tafel. Darauf können irgendwelche Rekorde geschrieben werden. Mhm. Komm, die Teller sind ordentlich. Ich wollte nicht über die Teller sinnieren, ich wollte über den Mülleimer sinnieren. Schade. Unmengen Bücher, alles gut. Und was sagt der Angler? Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Nö. Oh, das ist so enttäuschend. Nein, nein, komm, nochmal. Nochmal, ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Wir bekommen die Superangel. Sehr schön. Angeln ist nicht dein Sport, es ist deine Kunst. Nun zieh los, um den großen Fang zu landen, denn ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Carpador, möchte ich es sehen. Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Carpador in nichts nach. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Carpador und großem Carpador? Okay, und was hat der hier? Okay, alles klar. Elektrizität ist meine Stärke. Es trifft sich ja schlecht. Denn wir haben Oh, Jesus Gott. Der Xaver. Sag mal, was stimmt mit dem Typ nicht? Das sieht richtig bedrohlich aus. Erstmal die ganze Sache einfrieren. Oh, nein. Bitte nicht, bitte. Okay. Gott sei Dank hat Lapras viele, viele, viele KP für sein Level und gute Verteidigung. Sehr schön. Ach, nee, Lapras regelt. Lapras regelt das. Da kann auch Polenball nichts dagegen machen. Ah, vielleicht klappt das mit einem Angriff. Lass ihn vorsichtig sein. Okay, auswechseln. Denn... Wollte ich gerade Raichu einwechseln. Denn das Problem ist, die Verteidigung ist stark gesenkt worden und er kommt nochmal vor uns dran. Nee, nee, nee. Ja, bei Nidoqueen ist das jetzt nicht so schlimm. Okay, das war ein Fehler, Elektroball. So. Wenn wir jetzt wegschlaufeln, bitte mach jetzt Finale. Das war's. Das war ein Fehler, Elektroball. Gut, gut, gut. So, was sagt der Rocker? Stromkreis unterbrochen. Das sieht doch kein Rocker aus. Also, ich weiß nicht. Oder habe ich die... Täuscht mich meine Erinnerung? So lange her. Wasser leitet Elektrizität. Greife Wasser-Pokémon mit Elektrizität an. Jo. Das ist korrekt. Ein Rätsel. Du kannst den Zerschneider einsetzen. Möchtest du? Ja. Los, Nidoqueen. So, dann kommt dieser Camper hier. Besitzt du einen Moonstein? Tatsächlich, ja. Tatsächlich, wir haben einen im Inventar dabei. Lieber Laurenz. Lorenz. Laurentius? Lorenz? Egal. Eisstrahl.
Lapras hat Bums, muss man einfach sagen. Nidorino, nö, das passt. Ich meine, wenn man bedenkt, wir haben Lapras bekommen und mit Level 30 Eisstrahl dazu. Und halt Psychokinese, das ist halt relativ früh, zwei relativ dauerhaft mächtige Attacken. Ja, komm, nochmal Eisstrahl. Einfach, weil es cool ist. Sehr schön. Aua! Hab wenig Geld. Schade. Wenn ich einen Mondstein hätte, könnten sich meine Pokémon weiterentwickeln. Unseren bekommst du nicht. Wir haben Eisen gefunden. Ja, das ist auch wieder so ein Aufwert-Dingens-Bums. Und wir verwenden es doch gleich. Erhöht den Verteidigungswert. So, das kriegt auch in Raichu. Ich würde nämlich erstmal auf ein Pokémon alles an Anabolika und so geben, bevor wir es den anderen geben. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Das Angeln ist wie eine Pralinenschachtel, Forest. Also, Ansgar. Ah, das ist jetzt dankbar? Ansgar, warum hast du das nicht schon längst zum... Ich lasse es drüber nachzudenken. Oh, das war jetzt sogar ineffektiv, glaube ich. Ja. Aber es macht nichts. Und wieder Carpador. Und... Psychokinese. Wir nehmen natürlich die Erfahrung mit, aber es gibt doch nicht viel Erfahrung. Naja. Ich habe verloren. Welche Überraschung. Welche Überraschung mit Carpador. Ich fange immer Carpador, doch sie sind so schwach. Nee, es liegt an dir, Junge. Du hast einen Carpador und du kriegst es nicht auf die Kette, daraus was Besseres zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann levelst du nicht. So, was kommt ihr für Pokémon? Das sieht hier sehr auffällig aus. Defensa haben wir schon. Weil es so schön ist. Da hat sich's ausknuffensaat. Und das gab mehr, das wilde Pokémon gab mehr Erfahrung als das Carpador. Das sagt wohl alles, oder? So, beides mal hier nochmal gucken, was kommt hier. Nun ja. Ach komm. Weg. Einfach nur weg. Oh, ja komm, das macht der nächste Trainerkampf. Regelt das. Und... Puh. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Ist Carbon nicht eine Legierung? Liebe Kirsten. Aber gut, ich meine jetzt ein anderes Carbon. Nee, warte mal. Okay, du kriegst... Ja. Moment. Also, das ist ja hier ein Familiensender und wir haben einen Bildungsauftrag, deshalb zitiere ich. Carbon, Kohlenstofffasern, im allgemeinen Sprachgebrauch als Carbon mit C genannt, sind industriell gefertigte Fasern. So. Wusste ich's doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Von wegen in der Höhle gefunden. Lüger. Das ist ein Lüger. Oder diese Pokéwelt ist wirklich komisch. Oder jemand hat diese Carbon-Tablettenkapseln, was das sind, in der Höhle verloren. Und die hat quasi jemand anderen indirekt bestohlen. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist nicht natürlich in die Höhle gelangt. Dessen sind wir jetzt sicher. Wapsel kommt? Nö. Wir bleiben bei unserem Lapras Deluxe dann. Lapras muss stärker werden. Oh, das war wohl nix, Quapsel. Aber das sollte bei Quapsel richtig reinhauen wegen Kampf. Es tut mir fast schon weh, wegen diesen 1, 2, 3 KP jetzt Psychokinese zu benutzen. Aber ich finde, bei Lapras sieht man jetzt auch, wie so ein Pokémon mit nur ultra krassen Attacken, in Anführungsstrichen, mit wenig AP, halt auch ein Problem machen kann. Und es gibt ja noch 5 AP-Attacken.
Man muss das schon balancen, wie es so schön heißt. Es regnet weiter. Als es dir nicht aufgefallen ist, liebe Kirsten, du hast es hier mit Labras zu tun. Labras ist das völlig egal. Und Raichu findet es auch sehr reizvoll, wenn es regnet. Sehr gut. Besiegt. Ich habe es vermasselt. Ja, korrekt. So, mit dem Carbon habe ich die Initiative meiner Pokémon erhöht. Hast also Leute bestohlen, Kirsten? Oder deren Überreste geplündert? Ja, ich bin mir sicher, es war so. Seine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ich dachte, wir sind die ganze Zeit hier am Wasser. Was ist das für ein Name? Eilmar. Vogelfänger Eilmar. Und dann noch diese Grafik. Das ist schön. Das ist schön. Also, gerade nach so... Oh, klar, darf zuerst dran. Nach so Sabrina und Safronia, das war dann schon ein bisschen anderer Schnack. Oh, schade. Ist das hier... Das ist ja aktive Erholung. Auch für die Lachmuskeln. Einfach ein bisschen entspannen. Lachen. Na komm. Hallo, Tauboga. Gleich tschüss, Tauboga. Ja, er ist jetzt ein bisschen unpässlich, ne? Aber ich habe da jemanden, der dir Hallo sagen möchte, Tauboga. Streng dich an, Raichu. Um ehrlich zu sein, ich glaube, Raichu muss sich gar nicht so sehr anstrengen. Raichu muss einfach nur Raichu sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erledigt. Mein Vogelteam hat verloren? Ja, ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll, aber ja. Meine Pokémon sind fröhlich, obwohl sie verloren haben. Jetzt, wo sie mit Schmerzen da liegen? Okay, okay. Wir äthern das nochmal. Ach, Eisstrahl. Ich finde die Attacke irgendwie voll cool. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Mhm. Wer behauptet das? Mutti? Liebe Janka? Mit deinem schönen, süßen Taubsi. Wollte ich gerade alliterieren. Und dann dachte ich, nee, tollpatschiges Taubsi, das ist doof, weil ich weiß ja nicht, ob das Taubsi tollpatschig ist. Und das wäre ja auch diskriminierend Taubsi gegenüber. Okay. Eis ist gegen Flug eigentlich, ja, logisch. Nee, 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 nee. Na, das machen wir jetzt nicht. Den Fehler gehen wir nicht ein. Hallo, Pikachu. Ach, Pikachu ist schon süß. Wir könnten eigentlich, das sollte ich jetzt gleich machen, Bisaflor. Ne, wir bleiben jetzt bei Bisaflor. Jetzt sind wir schon dabei. Hat nämlich gleich einen Levelaufstieg. Wir könnten das Giftpuder verwenden wir eh gar nicht mehr. Wir könnten Gigasauger Bisaflor geben. Denn wer denn sonst... Oder kann jemand anderes Gigasauger? Gucken wir mal nach dem Kampf kurz. Weil das könnte vielleicht... Könnte nützlich sein. Denn das Team bleibt jetzt ja so zusammen. Haben wir jetzt doch schon ein bisschen längerfristig vorplanen. Nochmal Bauzi. Nee, nee, komm, das ziehen wir jetzt durch. Ah. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, dann komm nochmal. Labras. Das war jetzt blöd. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Jawohl, tschüss. Sehr schön. Was sagt sie? Oh, ich habe verloren. Tja, so ist das Leben. Ich werde fleißig üben, damit ich ein guter Trainer werde. Das ist eine löbliche Einstellung. Das ist gut.
Also, unser Team ist ja zusammen. Wir wollen das ja eigentlich sich so zusammenlassen. Gigasauger. Starkattacke absorbiert die Hälfte des angerichteten Schaden, also 30. Das ist eine 5-AP-Fähigkeit. Und das kann nur Bisaflor. Ja, komm. Das macht keinen Sinn, dann aufzuheben. Wir benutzen gar nicht Giftpuder. Egelsamen will ich jetzt nicht austauschen, weil Egelsamen ja allen hilft. Zu allen Pokémon, die wir dann einwechseln. Gigasauger nur unserem Bisa on the floor. Gut. Das sieht echt übel gelaunt aus. Der Grafik. Gehen wir gerade durch, wenn wir sonst so dabei sind. Angriff, der zuletzt erfolgt. Das schreckt mich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Andererseits. Jetzt mal kurz reingucken bei Nidoqueen. Doppelkick benutzen wir ja gar nicht. Und wir brauchen ja eine Kampffähigkeit. Dann lieber Power Punch. Und Nidoqueen hat auch die physischen Werte, um zu sagen, ja, ist okay, wenn ich als Zweiter drankomme. Ein bisschen. Also Aquawelle. Macht für uns jetzt gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Lapras kriegt eh von uns Surfer und das ist deutlich besser. Brüller. Zu speziell. Nee. 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 Speziell, nee. Brauchen wir nicht. Wir für Multiplayer bestimmt was. Nee. Wir haben keine Gesteinsattacke, aber die ist zu ungenau. Aeroass. Ah, interessant. Ist das jetzt stärker als Ruckzug? Ruckzuck-Hieb-Boy. Lass mal kurz gucken. Also. Ach, der hat gar keinen Ruckzuck-Hieb mehr, ja klar. Nee, eigentlich sind wir. Liegen zieht 70 ab und ist fast perfekt, genau. Ich sehe jetzt keinen Vorteil von Aeroass. Ach. Falsch geklickt. Wieso muss ich dann Aeroass nicht erlernen? Ja klicken. Das ist verwirrend. Erholung ist halt richtig gemein, aber da weiß ich noch nicht wem. Ist auch mies. Nee, das passt sonst so jetzt gerade für den Moment. Oh, ein Doppelkampf. Route 13 zur stillen Brücke. Nein. Wir kommen gleich wieder. Ich glaube, wir können es nach Buxania reinschaffen, wenn wir wird doch hier einen Weg geben. Ja. Okay. Da jetzt nicht rum. Oh! Nein! In Prismania City kann man TMs kaufen. TMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Nein, ich wollte. Ich war extra leise! Lieber Vincent, was soll das? Ich wollte uns durchschleichen. Einfach mal ins Pokécenter und dann mit voller, frischen Kraft mal hier euch richtig klatschen. Aber nein! Ah! Schade, schade, Schokolade. Du mit deinem Ibitak, das ist. Nee. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass man die Option bekommt. Bitte nicht. Okay. Grundsätzlich finde ich es ja gut, dass man die Option bekommt, sich durchzuschleichen, wenn man einen richtigen Pfad hat und dann auch entsprechend reagiert. Das ist jetzt schon sehr nützlich. Sonst hätten wir theoretisch zurückfliegen können noch. Und Level 33. Lapras holt schnell auf.
Oh, so ein Mist. Ja, das hast du davon, dass du uns auf unserem Geheimunternehmen Durchschleichen abgefangen hast. Bringe Pokémon ihrem Element entsprechende Attacken bei, um ihre volle Stärke auszunutzen. Das stimmt, dann machen sie noch mehr Saden. Der gute alte Saden. Und so viele. Was sind wir? Wie weit ist dieses... Oh Gott, Fuchs... Ne, wisst ihr was? Das hat einfach keinen Wert. Es sind so viele noch. Ich mache es was anderes, Leute. Wir fliegen hier zurück. Und dann gehe ich die Pokémon mal so richtig hier in Lavandia wieder so 1A Erholungshotel im Pokécenter. Und dann, wenn wieder voll dabei sind, dann gehen wir da drunter. Aber um euch damit jetzt nicht weiter aufzuhalten, mache ich das offscreen. Bis zum nächsten Mal.